Liebe Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher, liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause, ich heiße Sie alle ganz herzlich zu unserem Konzert in der Landauer Marienkirche heute Abend willkommen. 30 Jahre deutsche Einheit, das feiern wir am 3. Oktober, bedeuten für mich eine Zeit, in der wir gestalten konnten. Ich erinnere mich noch gut an mein Studium damals in München 1989, als die Mauer fiel, und dann wenige Wochen später an die Samstagmorgenfahrten, wo ich mit Kollegen in die Bayerischen Alpen unterwegs war, die Ludwigstraße in München, Stadt auswärts, und uns entgegenkamen Kolonnen von Trabis und Wartburgs. Menschen haben unser Land neu entdeckt. Und ich glaube, so sind wir heute Abend auch hier, um Neues zu entdecken, um zu spüren, was uns Johann Sebastian Bach mit seinen wunderbaren Werken schenkt. Wir hatten vor der Corona-Krise 2 Konzerte hier in der Landauer Marienkirche und mussten das 3. Corona-Lockdown-bedingt absagen. Ich freue mich, dass wir heute Abend die Vollendung feiern dürfen, das 3. Konzert mit Nobuhiko Asaida mit der Solovioline. Herzlich hier willkommen bei uns. Und so ist es heute Abend auch verständlich, dass Horst Christel, ein guter Freund von ihm, ihn am Flügel begleitet. Lassen Sie sich überraschen, genießen Sie das, was wir hören dürfen, und freuen Sie sich darauf, dass uns diese Klänge geschenkt sind. Konfessions- und generationenübergreifend in dieser Welt, in der wir leben, die uns Einheit und Versöhnung schenkt. Ihnen allen einen guten Abend. Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Den heutigen Abend möchte ich mit einem Rückblick beginnen. Am letzten Abend sprach ich über die veränderte Situation Bachs, hervorgerufen durch den Tod seiner ersten Frau. Dies beeinflusste sein Werk erkennbar zum Beispiel durch ungewöhnliche Formen, dem Thema und dem Thema Tod. In den Vorträgen des letzten Abends wurde gesagt, dass im ersten Satz der C-Dur-Sonate, welche ich jetzt auch bald spielen würde, häufig der in dieser Zeit an für sich verbotenen Tritonus verwendet wurde. Dieser Klang bewirkt eine Verunsicherung. Es klingt der Tritonus etwas so. Diesen Intervall nennt man sich Tritonus, nicht wahr? Auffällig ist auch, dass Bach in seinen Reinschrift nach dem ersten Satz keinen deutlichen Schlussstrich gezogen hat. Das heißt, er geht fast nahtlos in den zweiten Satz über, das ist in der Fuge, nicht wahr? Und ich möchte Ihnen auch kurz erwähnen, der erste Satz, wo wieder Bach auch sehr interessanten Tritonus verwendet hat. Ich spiele erst ein paar Takte. Das ist eben Tritonus, nicht wahr?
Die Fuge hat das Thema Komm, Heiliger Geist, Herr Gott. Das ist der von Martin Luther übersetzte alte Choral Veni Sanctus Spiritus. Bach setzte dabei voraus, dass das Publikum eine versteckte Sprache versteht. Das möchte ich Ihnen an meinem Beispiel aus dem Gegenwart demonstrieren. So, wie Sie, verehrtem Publikum, beim Hören der Melodie Stille Nacht, Heilige Nacht, jetzt am Weihnachtsdenken, aber nicht am Ostern. So soll beim Hören der Fuge der Choral wiedererkannt und der Zuhörer gedanklich hingewiesen werden auf dem Text Komm, Heiliger Geist, Herr Gott. Dieser lautet, komm, Heiliger Geist, Herr Gott, erfüll mit deinem Gnadengut deiner gläubigen Herz Mut und Sinn. Dein brünstig Lieb entzündet in ihn, o Herr, durch deines Lichtes Glanz. Zu dem Glauben versammelt hat das Volk aus aller Welt. Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass die Fuge dieser C-Dur-Sonate die längste je von Bach komponiert hat. Sie besitzt 354 Takte. Also nun viel Freude beim Hören.
Thank you.
Sehr verehrte Damen und Herren, wie bereits erwähnt hat auch die E-Dur Partita einen ungewöhnlichen Aufbau, ähnlich wie die D-Moll Partita, die nach der eigentlichen Schlusssatz noch einen Chaconne hatte. Hier bei der E-Dur Partita ist statt einer Allemande ein Preludio als erster Satz. Preludium bedeutet laut Wörterbuch einen Vorgang oder Ereignis, vorausgehender Vorgang. Jetzt möchte ich Ihnen noch die Symbolik der Tonart erläutern. Nach dem damaligen Musikwissenschaftler Johann Mattheson, das ist, meine Damen und Herren, es ist doch großartig, der Bach-Zeiten gab es schon Musikwissenschaftler. Und diesem Johann Mattheson schrieb auch, wie großartig der Bach ist. Und nach dem Mattheson ist C-Dur ohne Kreuz, ohne B. Das ist die neutralste Tonart. Kommt ein Kreuz dazu, also G-Dur, dann bewirkt das eine gewisse Lebendigkeit. Bei zwei Kreuz, also D-Dur, wird die Lebendigkeit gesteigert hin zur Fröhlichkeit. Drei Kreuz A-Dur steigert die Lebendigkeit, Fröhlichkeit zum Glücklichsein. Und bei vier Kreuz E-Dur, welche E-Dur-Partita ich werde jetzt aber bald spielen, aber diesem E-Dur also wird das Gefühl von A-Dur noch erhöht in den Glückseligkeit. Von diesen musikalischen Standpunkten aus kann ich mir vorstellen, dass Bach durch seinen Schaffen sein aktuelles Lebensglück andeuten wollte. Das heißt, Jahr 1720 wurde seine erste Frau Barbara verstarb und 21 hat er auch zweite Frau geheiratet. Und dieses Werk ist gerade dieser Zeit, diesem ganzen Zyklus komponiert.
Zum Abschluss des Vortrages noch einige allgemeine Informationen über die Charakteristika der verschiedenen Tänze wie Gavotte, Menuett oder Bourée und so weiter. Von solchen alten Tänzen war schon zu Bachzeiten nur noch die Form bzw. der Stil geblieben. Trotzdem hat der Bach den Charakter der Tänze differenziert und bewusst komponiert. Dazu ein Beispiel. Gavotte und Bourée sind von der Form sehr ähnlich. Das ist nur Zweiertakt, nicht wahr? Eins, zwei, eins, zwei. Ja? Und in diesem Edo-Partita kommt einmal Gavotte vor und einmal Bourée auch vor. Gavotte heißt... Das ist Gavotte. Und Bourée ist bei dem Edo-Partita kommt. Gavotte ist, das ist beide Zweiertakt mit einem kurzen Auftakt komponiert, aber ihre Charaktere sind sehr unterschiedlich. Gavotte ist am Hofe entstanden und weiterentwickelt worden. Sie hat deshalb einen eleganten Charakter. Und Bourée-Gegensatz, das ist ein Bauerntanz mit fröhlichen und etwas derben Charakter. Nun wünsche ich Ihnen, verehrten Damen und Herren, viel Freude bei der Edo-Partita. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Andante, das ist der dritte Satz aus dem H-Moll-Sonate von Johann Sebastian Bach.